Da die negativen Ladungen auf den Sauerstoffatomen der positiven Platte zugewandt sind, werden deren Ladungen zum Teil kompensiert. Die Wasserstoffatome der Wassermoleküle tragen gleich viele positive Ladungen. Diese jedoch werden durch die ihnen zugewandten Enden der jeweils nächsten Molekülreihe kompensiert. Diese Kompensation von Ladungen setzt sich zur negativ geladenen Platte hin fort. Und so werden auf dieser Platte gerade so viele negative Ladungen kompensiert, wie Ladungen von der positiv geladenen Platte verschwunden sind. Was folgt daraus für die Spannung über einen mit Wasser gefüllten Kondensator? Da aufgrund der polaren Natur von Wassermolekülen ein Teil der Ladungen auf den Platten kompensiert ist, ist die Spannung über ihm kleiner als über einem gleichen Kondensator, der kein Wasser enthält. Im Realexperiment ist ein Kondensator aufgeladen. Die Spannung über seinen Platten beträgt jetzt 5,7 kV, das sind 5700 Volt. Beobachten Sie nun, was geschieht, wenn zwischen die Kondensatorplatten ein Gefäß mit hochgereinigtem Wasser gehalten wird. Schlagartig fällt die Spannung ab. Ein Beweis für die Ausrichtung der Wassermoleküle im elektrischen Feld. Mit unserer Kenntnis von der Polarität des Wassermoleküls können wir nun auch den Gitterbau des Eises verstehen. In diesem Gitter sind ja, wie wir sahen, die negativeren Sauerstoffatome stets umgeben von den positiveren Wasserstoffatomen und umgekehrt. Wie immer gibt nun ein solches Gittermodell die Verhältnisse idealisiert, ja in mancher Beziehung geradezu falsch wieder. So haben wir Ihnen schon früher gezeigt, dass in einem Gitter die atomaren Bausteine sich nie in Ruhe befinden, sondern in Wirklichkeit um ihre Ruhelagen herum Schwingungen ausführen, die sogenannte Wärmebewegung der Moleküle. Beim Eisgitter kann es nun geschehen, dass gelegentlich ein Wassermolekül eine Drehung ausführt. Und dann ist natürlich ein solches Molekül nicht mehr vollständig orientiert. Solche Vorgänge und vor allen Dingen die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, lassen sich nun an einem solchen raumerfüllenden Gitter sehr schlecht darstellen. Man kann ja nicht in das Gitter hineinsehen. Besser eignet sich für das Studium ein sogenanntes Strukturmodell. Und wir wollen jetzt ein solches Strukturmodell von Eis aufbauen. Dieses Modell eines Eiskristalles zeigt, welchen Raum die Moleküle im Gitter füllen. Welche Struktur das Gitter besitzt, wird deutlicher sichtbar, wenn die Atome verkleinert dargestellt werden. Zunächst erfolgt die Markierung der Sauerstoffatome, dann die der Wasserstoffatome. Bindungen werden eingefügt und schließlich Brückenbindungen, die Wassermoleküle untereinander verknüpfen. Damit ist das Strukturmodell eines Eiskristalles entstanden. An diesem Modell lässt sich das ständige Wechselspiel zeigen, das durch immer neue Orientierung von Wassermolekülen zustande kommt. In diesem Gitterabschnitt ist ein Wassermolekül nicht vollständig orientiert, eine Brückenbindung gebrochen. Wasserstoffatome zweier Moleküle stehen sich gegenüber und stoßen sich ab. Um der Abstoßung auszuweichen, dreht sich das nächste Molekül. Erneut kommen damit zwei Wasserstoffatome in eine ungünstige Position.
Wieder wird durch eine Moleküldrehung eine Bindung weiterverlagert. So wandern Fehlorientierungen, das sind gebrochene Wasserstoffbrückenbindungen, durch den Eiskristall. Sein Inneres ist daher ständig in Bewegung. Schwingungen der Atome um ihre Ruhelagen, hier nicht gezeigt, und dazu eine ständige Umstrukturierung im Eis durch aufbrechende und sich neu schließende Wasserstoffbrückenbindungen. Eis ist daher in gewissen Grenzen verformbar. Eismassen können sogar langsam fließen. Das Beispiel der Gletscherbewegungen zeigt es. Mit steigender Temperatur brechen im Eiskristall immer mehr Brückenbindungen auf, wie hier im Modell nur angedeutet. Es kommt der Moment, in dem das Eis schmilzt. Auch im flüssigen Wasser bleibt ein Großteil der Moleküle durch Brückenbindungen miteinander verknüpft. Beugungsaufnahmen mit Röntgenstrahlen zeigen, dass nach wie vor jedes Wassermolekül von 4 anderen umgeben ist. Gegenüber der Gitterstruktur von Eis ist jedoch die von flüssigem Wasser lockerer. Die Röhren haben sich aufgeweitet und ungebundene Wassermoleküle schlüpfen hindurch. Wasser ist also in weiten Bereichen strukturiert, dennoch aber eine echte Flüssigkeit. Während unentwegt Wasserstoffbrücken brechen und sich neue formieren, vagabundieren gleichzeitig abgelöste Moleküle im Gitter herum. Sie wirken wie ein Schmiermittel zwischen den geordneten Strukturen. Die Häufigkeit und Geschwindigkeit dieser Umstrukturierungen sind im Modell nicht zu erfassen. Eine Art Momentaufnahme enthüllt, wie sich im flüssigen Wasser dessen Struktur mit freien Molekülen gefüllt hat. Von daher erklärt sich das Ungewöhnliche, dass nämlich flüssiges Wasser dichter ist als Eis und dass daher Eis auf Wasser schwimmt. Und es wird verständlich, warum Gewässer von oben her gefrieren und daher in der Natur die Fische den Winter überleben können. Sie sehen, es war gar nicht so ganz leicht, eine wissenschaftliche Erklärung für den simplen Tatbestand zu finden, dass sich Wasser beim Gefrieren ausdehnt. Wir zeigen Ihnen nur noch ein kleines Experiment, das auf ganz lustige Weise die enormen Kräfte veranschaulicht, die Wasser beim Gefrieren entwickelt. Eine gusseiserne Hohlkugel wird bis zum Überlaufen mit Wasser gefüllt und fest verschraubt. Ein Kältebad wird vorbereitet. Methylalkohol, der durch Einwerfen von Trockeneis auf minus 18 Grad gekühlt wird. Beobachten Sie, was gleich geschieht, wenn das Wasser in der Kugel zu gefrieren beginnt.